Hallo zusammen, hört mal. Frikadelle, die Grundlage von Idiote Frühstück. Das war die kölsche Interpretation von Samuel L. Jackson aus dem Kultfilm Pulp Fiction. Was hat den Film so kultisch gemacht? Unter anderem die Kahuna-Burger-Szene, in dem es einen Burger gegeben hat von einer Burgerkette, die niemals existierte. Der Big Kahuna Burger. Serviert wurde er mit Sprite. Meine Interpretation eines Big Kahunas sieht so aus. Wenn ihr wissen wollt, wie der geht, bleibt dran beim Ruhrtalgriller Crossover Barbecue aus Ruhr Valley. Bis gleich. Das sind jetzt 800 Gramm reines Rind. Da kommt jetzt nur etwas Pfeffer und Salz drauf. Und schon etwas sein. Und dann mischen wir das ordentlich durch. Und wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns wieder. Das Rinderhackfleisch ist komplett gewürzt mit Salz und Pfeffer. Dann habe ich vier gleiche Bälle draus geformt und so sieht dann eigentlich der fertige Patty aus. Der hat ungefähr 200 Gramm. Das mache ich jetzt noch mit den anderen drei und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, das war's. Die kommen jetzt für eine gute Stunde in den Kühlschrank, damit sie nochmal ein bisschen was an Festigkeit gewinnen können. Zwiebeln brauchen wir. Zwei Zwiebeln, klar, etwas gemahlenen Piment, Salz und Pfeffer, einen Esslöffel Butter und einen guten Schluck Sprite. Ich werde jetzt die Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden und dann sehen wir uns wieder. Ein kleiner Trick, um die Zwiebel auch wirklich, wenn man die in Ringe schneiden will, auch wirklich ein bisschen standsicherer zu bekommen ist, an der Seite einfach ein Käppchen abschneiden und dann kann man die Zwiebeln wunderbar in Ringe schneiden, ohne dass es hier zu sehr wackelt.
Ja, das mache ich jetzt mit der anderen Zwiebel auch. Und dann packen wir sie ein. Jo, das ist schon mal eine ordentliche Menge Zwiebeln, würde ich sagen. Aber die fallen in sich zusammen, wenn sie gleich auf dem Grill liegen. In der Alufolie werden sie dann zunächst gedünstet und dann ein bisschen gebraten. Aber das sehen wir gleich. Bis dann. So, da bin ich wieder. Hier habe ich mir auf Alufolie so eine Tasche gebastelt. Einfach die Enden umgeschlagen. Und da kann ich die Zwiebeln reintun. So, da kommt der Esslöffel Butter noch rein. Dann haben wir hier etwas Piment. Da brauchen wir wirklich nur eine kleine Messerspitze von. Natürlich Salz und Pfeffer. Prise Salz. So. Jetzt wird es interessant. Jetzt kommt nämlich die Sprite. Ursprünglich ist es ja beim Kahuna Burger das begleitende Getränk. Hier dünsten wir die Zwiebeln einfach mal damit. Achtet übrigens darauf, nicht die Zero oder die Light oder so. Einfach die ganz normale Sprite. Wir brauchen den Zucker, der da dran ist. Zum Karamellisieren der Zwiebeln. Kleine Schlückchen. Das reicht uns. Das kommt gleich auf den Grill. Beim Aufheizen werde ich das direkt schon drauflegen, weil die Zwiebeln wahrscheinlich von allen Zutaten am längsten brauchen. Bis dann. Typisch für den Big Kahuna Burger ist natürlich die Ananas. Ich habe jetzt hier eine besorgt, die nicht ganz so reif ist, aber wenn man Früchte grillen will, ist das auch ratsam, eine Frucht zu nehmen, ob es jetzt eine Aprikose oder eine Pfirsich oder wie hier in dem Fall die Ananas ist, die noch nicht ganz reif ist. Da werden jetzt Kopf und Fuß abgeschnitten. Dann stellt man die auf und schält die mit dem Messer. Braunen Stellen hier, diese Punkte, die sollen natürlich auch noch weg. So, damit bin ich zufrieden. Ich nicht ganz. So. Die schneide ich jetzt in Scheiben. Und suche mir dann die Scheiben raus, die von der Größe her am besten auf den Burger passen. Und dann sehen wir uns wieder. Jetzt wollte ich ganz besonders schlau sein und mit so einem Deckel von einem Cocktail-Shaker den mittleren Strunk der Ananas rausdrücken. Da bleibt dann nicht wirklich viel von der Ananas übrig. Da habe ich mir ein Schnapsglas genommen. Man sieht ja hier schon die Vergleiche. So sollte das dann aussehen. Da kann man noch sicher sein, dass man nichts Holziges mehr an der Ananas hat. So, als erstes schweißen wir jetzt schon mal das Päckchen mit den Zwiebeln drauf. Dann kann das schon mal ein bisschen Temperatur ziehen. Ich habe den Grill wieder
in direkte Hitze und indirekte Hitze vorbereitet. Das war mein Hund. Und ich lege zuerst mal das Päckchen mit den Zwiebeln auf die direkte Seite für ein paar Minuten und ziehe es dann auf die indirekte Zone. Und Deckel zu. Ich habe das Paket mit den Zwiebeln jetzt in die indirekte Zone gezogen und schon mal aufgerissen, sodass die Flüssigkeit, sprich die geschmolzene Butter und die Sprite, jetzt so allmählich verdampfen können und die Zwiebeln hoffentlich ein bisschen Farbe annehmen. Kleiner Zwischenstand, so langsam wird es durch die Zugabe von der Sprite, hat sich die Gardauer und die Röstdauer natürlich ein bisschen verlängert. Aber gut, Ding will halt Weile haben. Jetzt ziehe ich das auf die indirekte und dann können auch schon die Burger drauf. Die Zwiebeln sehen ordentlich aus, die hole ich jetzt runter und lasse die in der Folie und denke mal, die werden die Temperatur noch ein bisschen halten. Kommen die Burger drauf. Deckel zu. Und mal 2-3 Minuten warten, schauen, was es gibt. Wir sind aktuell bei ca. 220-210 Grad. Die Burger sind jetzt eine knappe Minute drauf, ne, anderthalb Minuten, bleiben noch 30 Sekunden drauf und dann wenden wir sie mal. Boah, ist das ein Geruch, das ist ja Wahnsinn. Das riecht lecker an. So, die Patties waren jetzt auch 2 Minuten auf der anderen Seite. Ich mache jetzt den Grill auf und dann werden die einfach auf die indirekte Zone gezogen und da können sie dann nachziehen. Die sehen ziemlich gut aus. Lasse ich da noch was liegen, damit der noch was bräunen kann. Als nächstes kommen die Ananasscheiben drauf. Die Buns kurz antoasten, ja, und dann können wir gleich eigentlich den Burger bauen. Wir sehen uns am Brett. Bis gleich. Ja, dann lass uns mal die Burger zusammenbauen. Das hier ist eine Jamaican Jerk Soße. Das Video kommt demnächst. Da ist auch jede Menge Curry drin. Passt, glaube ich, ganz gut zu der Ananas.
einem Blättchen Salat. Dann der Burger, das Burger Patty. Darauf eine ordentliche Portion Ketchup. Das hier ist Ketchup aus sonnengetrockneten Tomaten. Das Video folgt auch. Darauf ein paar Zwiebeln. Die Ananasscheibe. Dann wieder etwas von unserer Jamaican Jerk Soße. Und fertig ist der Big Kahuna Burger. Das war sie also, meine Interpretation eines Big Kahuna Burgers. Dem aufmerksamen Beobachter mag vielleicht aufgefallen sein, dass der Käse fehlt. Hat er nicht. In der Jamaican Jerk Currysoße war genug Käse, um das wieder auszugleichen. Mal ehrlich, die klassischen Big Kahuna Rezepte, die es doch so gibt, sind doch eigentlich nichts anderes als bessere Hawaii Toast Rezepte. Nur halt als Burger interpretiert. Das wollte ich vermeiden und das habe ich, glaube ich, auch geschafft. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert mich doch einfach. Und wenn ihr Anregungen oder Tipps habt, schreibt die doch einfach unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns nächste Woche beim Ruhrtalgriller Crossover Barbecue aus Ruhr Valley. Bis dann!